Yo Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal wieder um einen kleinen Grafikkartentest. Und zwar testen wir heute die Gigabyte AMD Radeon HD 7870. Schönen Gruß an Gigabyte nochmal in Crysis 3. Bevor wir mit dem Test anfangen, möchte ich euch als erstes sagen, welche Testhardware denn mit der Grafikkarte zum Einsatz kommt. Und zwar hier sehen wir unter der schicken H60 Wasserkühlung ein FX 8350. Daneben 16 GB Kingston RAM. Das Ganze befindet sich auf dem Asus M5A97R2.0 Mainboard und das Spiel bzw. Betriebssystem, was im Übrigen Windows 7 Home Premium 64-Bit ist, befindet sich hier unten auf der 240 GB Crucial SSD. So, jetzt zeige ich euch noch, was ihr hier oben seht. Und zwar ist das MSI Afterburner. Dort seht ihr zum einen die Temperatur der GPU, die Auslastung in Prozent, die Lüfterdrehzahl in Prozent, dann, ich weiß nicht, wie man es am besten sieht, ja, hier, die Auslastung des Videospeichers, hier natürlich die FPS und da unten noch die Auslastung meines Arbeitsspeichers. So, jetzt kommen wir zu den Grafikeinstellungen und da die Karte schon ja, recht viel Leistung hat, habe ich hier mal die Texturauflösung auf sehr hoch gedreht, mehr geht dort nicht und die Systemeinstellungen sind natürlich sehr hoch. Beim Anti-Aliasing habe ich SMAA niedrig. Ja, und so kommen wir auch zu unseren guten FPS. So, jetzt noch zu der erweiterten Grafik. Die ist natürlich auf sehr hoch und hier geht auch nicht mehr. Ja, und dann habe ich hier meine Benchmark-Szene. Die müsstet ihr schon aus meinem GTX 87 Ti Video sehen, erkennen. Und ja, dann geht's mal los. So, ich kann euch das ganze, also beziehungsweise das ganze Crysis-Spiel mal auf Ultra zeigen, denn dann stellen wir einfach mal das MSAA auf hoch, achtfach, und dann seht ihr, wie die Karte das Spiel auf Ultra meistert, an dieser schwierigen Benchmark-Szene. Also, kleinen Moment, muss erstmal auch auslasten hier. Ja, okay, wir haben ca. ja, 17, 15 FPS, 20 FPS. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich übers Abonnieren freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Freunde.